Leute haben keine Masken. Es ist friedlich. Es sind ganz viele Leute ohne Masken. Friede, Freiheit, Deutschland, ich habe gerade gesagt, es gibt keine Masken. Es sind gerade mal zwei Polizistinnen, die vorne laufen. Jetzt kommt Polizei. Oder weißt du was? Guck mal kurz her, dann mache ich das hier auf diesem Video. Hallo, ich bin Alexander Honk for Hope mit Vivica unterwegs beim Freiheitsmarsch in Salzburg. Österreich steht auf, Österreich hat genug. Österreich lässt sich nicht länger einschneiden. Wir stehen für Friede, für Freiheit, für Solidarität, für freies Österreich. Wir schaffen es nicht zu streamen, wir machen das jetzt als Videobericht. Österreich hat genug, es reicht. Kurz muss weg. Grüß dich, grüß euch. So, viele Menschen, hunderte Menschen, auch in Salzburg auf der Straße, am 1. in Innsbruck, am 2. in Graz, heute am 3. hier in Salzburg. Österreich hat die Schnauze voll, es reicht. Wir lassen uns nicht länger einsperren. Und alle Bundesländer stehen zusammen. 9 Bundesländer, ein Ruf. 9 Bundesländer, ein Ruf. Kurz muss weg. Menschen aus allen politischen Lagern, aus allen. Herr Kurz, wo sind die vielen Toten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sebastian, wo sind die Toten? Du hast gesagt, jeder wird bald jemanden kennen. Ich kenne niemanden. Ich kenne aber Menschen, die ihre Existenz verloren haben wegen Corona-Maßnahmen. Ich kenne Menschen, die sich das Leben genommen haben wegen Corona-Maßnahmen. Jeder soll jemanden kennen, der an Corona stirbt. Wo sind die Toten? Wo sind die Leichenberge? Wo sind die überfüllten Krankenhäuser? Wo sind die Menschen, die man nicht mehr behandeln kann?
Wir sehen sie nicht. Wir sehen Krankenhausbettenabbau. Wir sehen alles Mögliche, aber keine Pandemie von nationalem Ausmaß, die es rechtfertigt, ein Land zu zerstören. Ja, wir haben absolut die Schnauze voll hier in Österreich. Es reicht. Alle Städte, einer nach der anderen, alle Bundesländer gehen auf die Straße und drücken sich aus. Niederösterreich gestern, kleine Dörfer, Fackelmarsch spontan. Oberösterreich, Schärding, Ried im Innkreis, Braunau am Inn. Tirol, Vorarlberg, Bregenz steht sowieso schon seit Monaten auf der Straße. Heute Salzburg. Marsch für Frieden, Freiheit, freies Österreich, Solidarität. Und am 16., 17., 18. Jänner sind wir alle gemeinsam in Wien. Kurz muss weg. Ich sehe Daumen hoch. Stimmst du mir zu? Kurz muss weg. Vielleicht jawohl. Vielleicht nicht nur er. Ich würde auch sagen. Das betrifft hier alle, die sich beteiligen an diesem Verbrechen, das an uns genau. verübt wird. An diesem Verbrechen an unserem Land, an unserer Freiheit, an unseren Bürgern und an unseren Kindern. Hier marschiert Salzburg. Protestmarsch in Salzburg. Für Frieden, für Freiheit, für Solidarität, freies Österreich. Kannst du es so halten, dass das wieder auflädt? Dann können wir vielleicht doch noch streamen, zumindest vom Mozartplatz. Leider ist uns ein Stream aus technischen Gründen heute misslungen. Wir machen deshalb hier ein Video. Dankenswerterweise hat Vivica ihr Handy aufgeladen. So, und jetzt sagt nochmal hier. Super Arbeit. Danke. Jetzt sagt noch einmal, behauptet, dass hier irgendwelche Verrückten stehen oder irgendwelche Randgruppen. Das sind nicht Randgruppen, das ist die österreichische Gesellschaft. Quer durch die Bank, ein Querschnitt des Volkes. Alle Altersgruppen, alle politischen Lager, alle... Es reicht einfach. Es ist genug. Und Deutschland, schau her, sieh an, was hier passiert. Wir werden nicht schikaniert, wir werden nicht bedrängt. Wir werden hier beschützt und begleitet von unserer Polizei. Die Polizei macht das, was sie tun soll. Sie ermöglicht uns, die Versammlungsfreiheit auszuüben. Sie ermöglicht uns, hier unseren Umzug durch Salzburg durchzuführen und umzusetzen. So soll es sein. Ein wunderschöner Blick hier auf die Festung Hohensalzburg. Österreich als Festung der Rechtsstaatlichkeit. Der letzte Rest Freiheit im deutschsprachigen Raum, der ist hier zu finden, bei uns in den Alpen im Süden. Wir haben den Mozartplatz beinahe wieder erreicht. So sieht es aus. In Österreich, so sieht es aus, wenn Menschen ihre Freiheit verteidigen. Vor allem und wenn die Polizei dabei ihren Job macht. Ne? Wenn wir schauen, wie es gerade in Nürnberg abgeht, was wir jetzt gehört haben in der kurzen Zeit, dann ist es echt ein Armutszeugnis für die deutsche Polizei. Sorry, aber ja. Es ist einfach so. Na, selbstverständlich. Da ist der Friedensmärschler, der Wolfgang. Wolfgang, grüß dich, Wolfgang. Okay, was soll denn das? Ja. Grüß dich. Hi, hi, servus. Stimme geht's, hi, grüß dich. Mein Virus sei dein Virus. Danke. Herrlich. Ja. Ja, Stimme geht gut, ich habe sie wieder. Super. Nach Stuttgart war sie Wahnsinn, zwei Tage weg. Ich möchte einmal Danke sagen, gerade in die Augen. Also, was ihr da hin und her reist, gell, das ist. Ich war früher ein bisschen in der Vertretung, also ich bin froh, keine Reiserei mehr zu haben. Aber das ist schon, was ihr da leistet, wow. Ja. Letztlich alle. Und es werden noch mehr, ja. Es ist wichtig. Es geht nicht anders. Es muss sein. Jeder muss das beitragen, was er kann. So. So. Hier haben wir Merlin. Grüß euch, ihr Lieben. Versammlungsleiter, stimmt nein, das heute? Nein, ich bin heute nicht Versammlungsleiter. Nicht Versammlungsleiter. Heute ist der, ich glaube, Julian heißt der Versammlungsleiter von der Initiative Zeig dein Gesicht. Ja? Wir haben morgen unsere Versammlung. Wir machen morgen Abend 18 Uhr Laternenmarsch durch Salzburg. Sehr schön. Laternenmarsch morgen 18 Uhr. Jeder, der das jetzt sieht, ihr könnt nochmal kommen. Ja. Wir sind zwar nicht live, das haben wir nicht geschafft, aber wir stellen das dann gleich online in das Video. Also erzähl mal, warum stehen wir heute hier? Wieso stehen all diese Menschen hier? Wir stehen heute hier. Wir stehen heute hier, um gemeinsam ein Zeichen für unsere Freiheit, für unsere Grundrechte zu setzen. Um auch zu sagen, wir sind nicht mehr einverstanden, wie mit uns umgegangen wird. Wir sind nicht einverstanden, dass unsere Grund- und Freiheitsrechte permanent beraubt und abgeschnitten werden, weil es geht so einfach nicht weiter. Und wie wir sehen,
Österreichweit stehen immer mehr Leute auf. Das ist fast jeden Tag sind Spaziergänge in ganz Österreich. Und es geht ein richtiger Ruck durch die Bevölkerung. Deswegen sage ich, schließt euch uns an, kommt allen. In jeder Stadt finden Spaziergänge statt. Schließt euch der Freiheitsbewegung, der Friedensbewegung an. Wir sind überall und wir sind viele. Wir sind sehr, sehr viele. Ja, wir sind viele, wir sind rundherum. Wir werden immer mehr. Kommt mit uns mit. Kurz muss weg. 16., 17., 18. Jänner Wien. Alle gemeinsam. 9 Bundesländer, ein Ruf. Kurz muss weg. Super. Für Salzburg ist das ein Wahnsinn, ich sag das. Ja, natürlich. Liebe Freunde, ein letztes Mal für heute. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede. Danke an jeden Einzelnen, der heute wieder gekommen ist. Nächste Woche, 14 Uhr. Selber Treffung. Ich freue mich über alle, wir freuen uns über jeden, der kommt. Machen wir für Wien gemeinsam, oder? Ja. Ihr Lieben, ihr Lieben, schön, dass Salzburg heute so zusammengekommen ist, um mein Gesicht zu zeigen für Frieden und für Freiheit und für unsere Grundrechte. Morgen Abend treffen wir uns um 18 Uhr hier am Residenzplatz für einen gemeinsamen Lichtermarsch mit Kerzen oder Laternen. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch kommen würden. Genau. Danke. Salzburg stehen wir auf der Straße. Heute steht auch Wien auf der Straße. Großdemonstration läuft gerade jetzt. Nürnberg kämpft für seine Freiheit. Gestern war unterwegs Graz und Riedimingreis und Scherding und überall. Heute in der Nacht war ein spontaner Fackelmarsch in zwei kleinen niederösterreichischen Dörfern, die einfach gesagt haben, es reicht, wir gehen jetzt raus. Und alle gemeinsam stehen wir in Wien am 16., 17., 18., auf allem am 16. Jänner. 9 Bundesländer, ein Ruf. Kurz muss weg. 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 Die Bürgerinitiative Salzburg wacht auf, sagt danke fürs Kommen und wir hoffen, dass wir das nächste Mal noch viel mehr werden. Danke fürs Kommen! Sagt euren Freunden und Familienmitgliedern Bescheid, bringt alle mit. Jeden Sonntag 14 Uhr am Mozartplatz, jeden Montag 18 Uhr am Residenzplatz. Salzburg wacht auf! Salzburg marschiert zusammen. Wir setzen ein Zeichen für Freiheit, für Friede und für unsere Grundrechte. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Entschuldigung, liebe Freunde, ein junger Mann hier rechts zu meiner Seite hat sein Handy verloren, ein Samsung Galaxy. Wenn es wer gefunden hat, bitte melden bei uns. Danke euch. Viele Freiheit und Freiheit. Friede, Freiheit, Solidarität? Ja, machen wir zusammen, oder? Ja, klar. Friede, Freiheit, Solidarität! 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 Für ein freies Österreich und ein freies Europa, meine Freunde! Alle Organisatoren Österreichs haben sich zusammengetan. 16. Jänner, 13 Uhr am Heldenplatz.
Kommt alle, bringt alle eure Freunde und Familie mit. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Danke euch. Ja, so, meine Lieben. Und jetzt werden wir noch ein bisschen versuchen, ein paar Menschen ins Bild zu bekommen, die hier sind, ein paar Menschen zu befragen nach ihrer Meinung. Es geht ja hier nicht darum, dass einige wenige sich äußern. Whoever controls the media controls the mind. Oh ja, das stimmt. Eines des Wurzels übeln. Ja, es fängt an mit der Berichterstattung, mit den Medien. Ja, sagen wir mal so, die beißen sich überall schon in den Schwanz. Ja. Wieso bist du heute da? Warum ich heute da bin? Um erstens mal Chronist zu wirken, als zweites einmal um meine Solidarität euch, uns allen gegenüber zu zeigen. Zum anderen, weil es schon so Nachwuchs geht, aber wenn ihr schönes Leben schon gehabt habt, ja, muss deswegen auch nicht meins vorbei sein, aber das von den Kindern schon erst recht nicht, weil wir die Zeichen des Faschismus erkennen, der ranwächst, die nicht wegschauen. Wir brauchen bitte nochmal die genaue Auskunft. Wann in Wien? Wie viel Uhr? 13 Uhr, 16. Jänner 2021, 13 Uhr am Heldenplatz in Wien. 9 Bundesländer, ein Ruf. Kurz muss weg. Oder mehr noch. Genau, 6 ist kontrolliert in Österreich. Ja, so, schauen wir, ob noch jemand mit uns sprechen möchte und uns was erzählen möchte. So. Hallo, grüß dich. Wieso bist du heute hier? Okay. Hallo, grüß euch. Wieso seid ihr heute da hergekommen? Kurz muss weg. Ja,